go. Herzlich willkommen beim neuen Video. Hier ist wieder euer General von Bismarck. Hab schon null Bock. Und wie ihr seht, General ist natürlich zum Huhn gekommen. Wie kam das? Ja, ich wollte schon länger Hühner haben. Ich habe mich vor allem für die großen Rassen interessiert, wie zum Beispiel hier ein Brahma. Das ist jetzt hier rebhuhnfarbig gebändert, ungefähr 4 Wochen alt. Ja, und ich werde es natürlich auch gleich wieder unter der Wärmelampe setzen. Aber wie man sieht schon, wird es langsam befiedert. Die wachsen auch sehr schnell, aber mehr dazu gleich. Like, kommentiert, lasst ein Follow da auf Twitch, auf Instagram bin ich jetzt auch vertreten. Und viel Spaß bei dem Video. Macht schon wieder richtig Laune. Hier habe ich 3 wunderschöne Rohrpinken. Und natürlich habe ich noch 6 Brahmas. Es sind beide große Hühnerrassen, sprich sie werden so 4 Kilo, 4,5 Kilo, also schon ordentlich. Ja, ich habe sie mir geholt wegen Eier. Dieser Ohrpicken-Farbschlag ist gelb. Geimpft sind sie natürlich auch, wie es sich gehört. Und fressen natürlich sehr viel. Ne? Das ist hier normales Kükenfutter. Das kann man jetzt überall im Geflügelhof und so kaufen. Also das ist eigentlich gar kein Problem. Und natürlich soll es jetzt nicht nur um die Ohrpicken gehen, beziehungsweise Brahmas. Es soll auch darum gehen, natürlich für sie einen wunderschönen Auslauf bauen. Hä? Ja Leute, hier wären wir natürlich jetzt. Ich werde euch erstmal ein Video einblenden hier oben, damit ihr eine Vorstellung habt, wie es erstmal hier aussieht. Ich habe als allererstes hier die Vierkanthölzer einbetoniert. Die hatte ich noch übrig. Und natürlich gegen die Witterung, beziehungsweise hier am Fuß am Boden erstmal mit Betongrundierung grundiert, damit sie halt widerstandsfähiger sind gegenüber dem Bodenwasser bzw. die Bodenfeuchtigkeit. Ihr fragt euch, wie tief ich die einbetoniert habe, ungefähr 70-80 cm. Das reicht völlig aus. Wie man hier sieht, die sind bombenfest. Natürlich soll es auch etwas halten, denn man will ja nicht alle 2 Jahre wieder von neu anfangen. Ich habe mir jetzt auch so gedacht, dass ich das alles abtrenne, beziehungsweise eine Seite für die Ohrpinkens und die andere Seite für die Brahmas. Die haben wir jetzt einbetoniert, sind unten geschützt. Wir werden hier mit den Ziegelsteinen einen Sockel rummauern, ungefähr 3 Steine hoch. Wir wollen natürlich auch etwas fürs Auge haben, deswegen werden wir diese Ziegelsteine vom alten Abbruchhaus benutzen. Die kann man richtig schön wiederverwenden. Aber natürlich brauchen wir hier erstmal ein Fundament. Hier denke ich mal, sind 20 cm völlig ausreichend. Als allererstes brauchen wir natürlich eine Höhe. Wir werden hier von der Scheune die Feldsteine annehmen. Dort habe ich dann schon einen Strich gemacht und gerade rüber eine Schnur gezogen. Natürlich auch hier die Außenkante, die werden wir natürlich auch annehmen. Und somit haben wir schon mal eine gerade Linie. Von dieser werden wir jetzt 20 cm runter messen und natürlich, wo jetzt zu viel Erde ist, werden wir natürlich noch was ausschachten, wie ich sie schon gemacht habe. Das machen wir jetzt noch rundherum. Geh doch runter hier, Junge! Wir haben hier 4 Meter, nach dahin weg 8 Meter, 4 mal 8, also 32 Quadratmeter. Ja, ich werde jetzt den Stampfbeton machen und dann sehen wir uns wieder um den Sockel zu wiederholen. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Yo. Heute ist großer Betoniertag, ne? Für
Schade. Haben wir gut gemacht. Ja, das war's erstmal mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vergesst nicht zu abonnieren, zu followen auf jeglichen sozialen Medien. Für mich, für uns. Wir bauen die Community weiter auf. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. 4 plus für die Arbeit. Schwankt zwischen 4 und 4 plus. You cashed in on my promises. You know I'm too